Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, in der letzten Folge sind wir hier durch Inum noch ein bisschen rumgewandert, durch die Kristallhöhlen und so. Ich habe immer noch nicht die 4% gefunden, die mir fehlen. Und ja, ich habe aber hier was gefunden, und zwar beim imperialen Graben, da wo die ganzen Druiden waren, ist da oben. Und ja, hier links. Warum konnte ich da nicht springen? Hier links ist noch was. Da komme ich wahrscheinlich auf die andere Seite von dieser Tür. Also los, gehen wir mal dahin, ne? Ich hoffe, diese restlichen 4% werde ich irgendwie noch finden. Keine Ahnung. Na, jetzt noch eine Truhe, okay. Dann machen wir auf. Okay, BD. Was ist es? Neues Lichtschwert. Material, okay. Ich konnte mein Lichtschwert übrigens nicht mehr umändern, merke ich gerade. Wow, Gott. Aber jetzt mehr Reflex als Können. Und ja. Ich wollte mein Lichtschwert nochmal umändern, gucken. Die anderen Farben mal ganz kurz angucken, aber geht nicht mehr. Hi. Und ich hoffe wirklich, da waren jetzt die 100% in diesem Gebiet. Wo ist das? Komm wahrscheinlich gar nicht mehr da zurück, ne? Mal, von wo bin ich gekommen? Ne. Das Problem hat schon öfter irgendwie. Die Kamera dreht sich dann irgendwie nicht zurück. Und ja, deswegen gehe ich lieber da lang. Haben wir hier 100%. Ja, gut. Das ist aber zählt. Hi, na. Tschüss. Aber wir finden die 4% noch auf dem Rückweg. Mal hier rausgehen. Sonst wüsste ich jetzt nicht. Ich habe jetzt hier noch mal alles auf den Kopf gedreht und ja. Wir gehen jetzt einfach, wo ist überhaupt hin? Da bin ich auch noch mal zurückgegangen. Ich hoffe, das ist irgendwo hier so dann. Und da habe ich nämlich noch nicht nachgeguckt. Boah, wieso treffe ich immer nur den einen? Kämpfe ich überhaupt gegen euch? Tschüss, aua. Ja, die anderen folgen mir zum Glück nicht. Gut, so, das so ein Maschinengewehr-Dinge. Gott. Boah, ist er weggeflogen. Da geht jetzt einfach mal hier weiter. Ich hoffe, er ist richtig, ne? Gott. Oh Gott. Oh Gott. Alter, Alter. Oh, komm schon, ich habe doch nach oben gedrückt. Oh, ey, ist schon wieder so ein guter Anfang hier. Letztes Mal bin ich kein einziges Mal verrückt. Da habe ich gegen genauso viele Gegner gekämpft. Sogar mehr, glaube ich. Oh, ich wollte mich heilen, aber das ging wieder nicht rechtzeitig. Na gut. Ladezeiten sind da ja nicht so lang, glaube ich. Also ich das Spiel gestartet habe, jedenfalls nicht. Also komm. Keine Ahnung, ich wollte wieder mein Lichtschwert auf grün machen, weil ich weiß ja nicht, die eine Olli hier auftaucht wieder. Wieso treffe ich? Wenn die eine Olli auftaucht, dann will ich wenigstens nur mit der richtigen Lichtschwert Fabio aufkreuzen. Statt mit Lila. Wohl lila ist eine edle Farbe in Star Wars, jedenfalls in Lichtschwertern.
habe so Gefühl, ich kenne eigentlich nur einen Jedi, der irgendwie Lilat, der bläst Wind aus. Ich meine Meister Window. Hi. Was? Er bewegt sich? Aua! Bitte, ich brauche Hilfe. Ich brauche einen Schuss. So, versuchen wir nochmal. Ja, ich wollte schon sagen, wo ist der Typ, der mir meine Dings abgenommen hat? Okay, ich krieg dadurch auf meine Dings wieder. Oh Gott. Tun wir noch mal sein Lichtschwert werfen. Wollte ich eigentlich gar nicht, aber okay. Ich habe auch zwei Dinger, na? Na, ich dachte, ich wäre schneller hier. Okay. Ich wollte schon sagen, lass mich erstmal. Hallo. Wow. Boah, diese zwei. Boah, diese zwei Klingentypen, ne? Ich komme mit denen nicht klar. Warum sind die so schwer zu bekämpfen? Was sind die Druiden nicht auf mich losgegangen? Ja, diese zwei Klingentypen, die sind irgendwie am schwersten. Naja. Du auch. So. Oh Gott. Jawohl. Teamwork. Makes the dream work. In die Fresse. So. Wer hat hier gerade auf mich geschossen? Ich hab das Gefühl, so ein ähnliches Szenario hatten wir schon mal. Wo ich irgendwie so eine Wand hochgeklettert bin und jemand hat mich mit einem Raketenwerfer abgeschossen. Sie schicken alles, was sie haben. Sie und Grease seid sicher? Wir sind versteckt, aber der Sturm zieht ab. Nee, ich habe die 4% nicht gefunden. Kann man das Signal der Mantis tarnen? Ah, das klappt nur, wenn sie es nicht erwarten. Ich habe eine Ahnung. Verstehe ich nicht, wie ich hier schon wieder verpasst habe. Ich habe ja alles wieder umgedreht. Das ist sowas von klar, ey. Jo, ich muss sowieso nochmal nach Datum hier, also so ein, ja, ich finde noch ein paar Sachen. Part wird es auf jeden Fall noch mal geben. Hier fehlt mir auch irgendwie was, ne? 10% habe ich auch schon gesucht, habe ich auch nicht gefunden, ne? Als ich aufgenommen habe. Also ja, sind schon gut versteckt die ganzen Sachen hier im Spiel. Okay. Weil ich werde dann wahrscheinlich nur so ein Echo finden oder so, ne? So, das hier alles zählt noch. Wo ich nehme an, dieser eine Weg, wo ich noch nicht zurück konnte, das könnten vielleicht die 10% sein, ne? Aber egal, da fehlen immer noch 4% in diesem einen Gebiet. Okay. Ihre Verschlüsselung ist gehackt. Ich störe Ihre Nachrichten, aber das geht nicht lange gut. Vielleicht gewinnen wir so Zeit. Danke. Hier sind überall Sturmtruppen. Illum war unser Planet, Kerl. Das dürfen Sie nicht vergessen. Ja, ich habe einen Fähigkeitspunkt, den ich aber nicht ausgeben kann, ne? Ich brauche immer zwei mindestens. Immer zwei wird es geben. Always two, da ja. Ja. Ja.
Hi, na. Sollte er in dieser Auftritt, wollte er mal Angst machen oder was? Ja, gut. Die ganzen Star Wars Codes. Ich kenne die meisten gar nicht auf Deutsch. Ja, hey. Ich kenne die meisten nur noch auf Englisch irgendwie. Voll. Always to the, ja. Oder High Ground. Ich weiß gar nicht mehr, wie er auf Deutsch hieß. Ich habe die Oberhand. Keine Ahnung. I have the High Ground. Kann aber auf Deutsch heißt. So, sind da jetzt 10% mehr noch fehlen, ne? Komm. Du hast ja doch noch gar nicht richtig versucht, Kollege. Hm. So, perfekt. Was mich extra für 4% hier noch mal in den Planeten hier reingehen. Gebrochen und haben Verstärkung gerufen. Jeder Sternzerstörer im Sektor kommt hierher. Was? Vor dir hier ankommen. Nein, sie dürfen uns jetzt nicht noch kriegen. Ich bin da. Ja, das ist sehr gechillt, Kerl. Oh, der Schneesturm hat aufgehört. Gut. Nein, ist die Mantis. Da kommt Besuch. Freeze soll die Mantis schließen. Mit dem Imperium im Schlepptau? Hast du sie noch alle kleiner? Vertraut mir. Okay, wir schließen das Schiff. Na! Ah! Oh, ATST ist. Nö. Warte mal, habe ich gerade gesagt, ich kümmere mich darum? Nee, ne? Oh, die... Gott verdammt, Kerl, bist du eigentlich irre? Ich kämpfe noch nicht gegen die zwei ATSTs, hallo? Na gut, warum nicht? Boah, ich krieg da Timing nicht hin, was soll das? Ja, super. Ja, ich kümmere mich um die beiden, ist klar. Und ein letzten Wort von Kel. Wie soll ich denn das machen, hallo? Richtig blöden Position, ja, gerade merke ich. Grad. Hey, ich drück doch, Mann! Ich drück doch rechtzeitig. Hey, ich drück doch in der richtigen. Weiß nicht, da runterschmeißen irgendwie. Ja, ne, ist auch voll die Klippe, hallo. Wisst euch. Wisst euch. Das gibt's jetzt nicht. So, du explodier neben deinen Kollegen. Mit maximalen Schaden. Keine Dings. Hatten dennoch so viel AP, hallo? Oh. Oh, der Dings ist noch. Schmeiß dich jetzt da runter, so. Hält doch gar nicht so viel aus. Kuppel,
Oh, ehrlich, wäre irgendwie die logischste Strategie, hier den herunter zu werfen, und das klappt nicht. Einer. Okay. So, Mantis, wo ist die Mantis? Wo habe ich genau geparkt? Hey Mann, wo ist mein Schiff? So, aus hier. Gehen wir noch mal irgendwann anders hier rein. Ohne euch alle wäre ich nicht hier. Als ich auf Bracca war, träumte ich davon, Coruscant mit Überlebenden vom Rat der Jedi zu stürmen. Oh, da müssen wir hin. Setzt der Orden alles auf einen Spieler, einen gefallenen Jedi und einen gescheiterten Padawan. Ein Haufen Versager. Das kannst du laut sagen. Auf BD kann man sich verlassen. Er ließ Cordova seine Erinnerungen löschen, blieb zurück, um uns zu führen. Aber auch wenn es unmöglich erscheint, ihr beide würdet alles opfern und weitermachen. Scheitern ist ein Teil der Reise. Jetzt verstehe ich. Danke. Euch allen. Wir sind alle Luschen, aber was soll's. So. Wurde jetzt irgendwie gesagt, als nächstes kommt Coruscant. Hat er jetzt zwar gesagt, aber müssen wir da auch jetzt hin. So, habe ich jetzt zwei Dinge, ich weiß ja gar nicht. Ich werde es mal bei Lichtschwert wieder grün machen, okay. Wenn ihr nichts dagegen habt. Boom. Sehr neat. Warum gibt es nicht die Viridien? Es gab auch Viridien in Knights of the Old Republic. Ich möchte es nur mal sagen. Ich meine, normales Grün ist zwar immer noch besser, aber trotzdem. Ich glaube, ich habe nur, ja, ich habe nur einen. Okay. So. Muss ich aber sagen, wir machen einen Abstecher nach Datumir. Will jemand mit mir reden? Nein, okay. Ich denke als nächstes. Geh nach Datumerzung, berge ein Ast Rium aus dem Grab von Kuji. Okay. Wie bin ich denn jetzt darauf schon wieder hingekommen? So, aber ich muss noch mal nach Ilum. Einfach nur, weil ich muss noch nach Ilum. Ich bin immer noch auf Ilum. Wenn wir schon mal hier sind und ich sowieso nach Datum hier muss, dann gehen wir nach. Mal nachschauen, wo er noch mindestens die letzte Truhe ist. Die müsste irgendwo hier sein. Aber die letzte Truhe dann. Halt, da oben, da sehe ich es schon. Da ist der. Und ja, wenn ich irgendwie offscreen irgendwie gucken. Also suchen. Wo diese letzten 4% auf der Karte sind, ey. Und ich auch den Planeten abgeschlossen habe. Werde ich hier wahrscheinlich schneiden und ich wieder einschneiden, wenn ich irgendwie gefunden habe, was ich gesucht habe. Mein Gott, hier ist viel besser zu navigieren, wenn er irgendwie was siehst. Was hat denn? Oh, das sind diese, okay. So, wir müssen da hoch, ganz nach oben, glaube ich, ne? Ja, dann suche ich noch mal weiter. Ja, die letzten Dinger sind, wo ich keine Ahnung habe, wo ich da was verpasst habe. Ich hab wirklich überall nachgeguckt hier. So, ich habe halt war jetzt ganz oben, ne? Das glaube ich mit dem Lichtschwert irgendwas kaputt machen, ne? Ja gut, wenn da irgendwie so ein Stimpack neu ist. So, hi. Nee. Müsste, glaube ich, das letzte Poncho-Dingen sein, ne? Willst du mal rein? Eine Kleidung oder weiß ich. Was hast du gefunden? Compañero. Ja. Trophäe? Nein, okay.
Oh, mir fehlt sogar noch eins. Zwei fehlen mir noch. Companiero. Mayeros Companiero. Ja, nicht irgendwie so. Ja. 4%, Edith. Kristallöl. 4%. Das Einzige, was mir hier fehlt, das gibt es jetzt nicht. Gut, dann schneide ich euch rein, wenn ich irgendwie das letzte Dingen. Wir waren gerade untersuchen. Das war den Aufstieg wert. Als ich zum ersten Mal hier war, war ich fast so klein wie du. Aber lange nicht so mutig. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ich schneide euch wieder rein, wenn ich das letzte Ding gefunden habe, ne? Alles klar. So, ich glaube, ich habe es gefunden. Da unten ist was. Und ja, Frage ist jetzt, wie komme ich da hin, ne? Und ja, da sehe ich doch schon. So, müsste der letzte sein. Gut. Ein Jüngling hat das beim Fest verloren. Er hatte solche Angst zu versagen. Das weckt Erinnerungen. Was hat er verloren? Da liegt noch gar nichts. So. Und wir haben ja alles gefunden, ausgezeichnet. Wir können den Planeten verlassen. Und können zurück nach Datomir. Yay. Okay, ja. Ich tue nochmal double checken hier, ne? Sieht aus, als hätten wir alles, ne? Gut, dann sehe ich euch zurück auf der Mantis wieder, ne? Also bis gleich. Und wir sind wieder zurück auf der Mantis, ja, und jetzt geht's ab nach Datomir. Guck mal, die beiden stehen ja schon so. Boah, wann geht's denn endlich mal weiter, ne? Und gut. So. Wir haben alle Planeten eigentlich abgeschlossen, ne? Bis auf Datomir. Zwei Dinger, ich glaube, das sind die zwei letzten Poncho-Klamotten, ne? Also ja. Auf nach Datomir, unseren allerliebsten Lieblingsplaneten. Datomir. Ich muss mich ihm stellen. Ja. Und jetzt bist du bereit dafür. Ach, diesen einen Typen. Vielleicht werde ich nie bereit sein. Du weißt, was du tun musst, um dich zu heilen. Wir haben doch gerade noch so über das Aufgeben und so geredet, ne? Ich bin da, wenn ihr mich braucht. Ich finde das ja immer noch gut hier. Das Kerl irgendwie voll die verzweifelte Phase gerade hatte. Mit den Rückblicken seines Meisters. Die kommt dann und drückt uns ihre Hintergrundgeschichte ab. Auf die Nase so. Du denkst, du hast es schwer. Ich hatte es noch viel schwerer. Ich hasse jetzt, wenn Leute so was machen. Ich hasse jetzt, wenn immer so Leute irgendwie. Ich habe so einen langen Arbeitsweg. Ja, boah, ich muss noch weiter laufen. Ich muss so weit. Ey. Ich habe jetzt nicht so langen Arbeitsweg. Wenn ich mal so sage, ja, ich habe nur so 15 Minuten Arbeitsweg. So, boah, ich muss ja bis dahin fahren. Da muss ich da noch mal umsteigen und so. Boah, ich fühle mich dann immer dann so. Muss ich mich dafür jetzt entschuldigen oder so, dass ich jetzt nicht so einen langen Arbeitsweg habe oder so? Ey. Alles wird gut. Alles wird gut. So kotzt mich irgendwie voll an. Ey. So, niemand will mit mir reden. Alles klar. Noch mehr Tote? Habe ich schon irgendwie alle Gespräche hinter mir gebracht oder was? Alles davon. Alles davon. Sag das nicht. Vielleicht findet uns auch die Haxion-Brot und rückt an. Seid ihr zwei immer noch sauer auf mich? Den guten alten Grease? Sauer würde ich dazu nicht sagen. Hey, ihr müsst zugeben, ich habe für Aufregung gesorgt. Wie viele schaffen es schon auf die Fahndungsliste der Haxion-Brot? Wenn sie kein so guter Pilot wären, würde ich sie selbst ausliefern. Streng dich weiter an, Greasy. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Was? Mit was? Warum sollte ich das tun? Nein, nein. Ich werde da bestimmt nicht rausgehen. Also, was willst du, Kerl? Gar nichts. War Spaß. Toll. Es freut mich, dass dich meine Angst vor Zombie-Hexen, die mir einen schmerzhaften Tod bereiten wollen, belustigt. Und jetzt beeilen wir uns, damit wir schnell von hier wegkommen. Du scheinst weniger Angst zu haben. Weil ich für einen winzigen Augenblick vergessen hatte, wo ich bin.
Vielen Dank, dass du mich wieder daran erinnert hast, Cal. Bäh. Sehr gerne. Wie geht's dir? Ich meine, wieder hier zu sein und so. Ich bin bereit. Ja, ganz in Ordnung. Ich schaff das. Cal, du schaffst das schon. Hey, ich weiß es. Danke, Mann. Warum bin ich jetzt auf einmal so gechillt auf? Ey, danke, Mann, Kollege. Krass, Gurke. Boah. Oh, guck mal, wer da schon alle. Diese ganzen Zombies, die sind jetzt immer noch hier, ne? Und hey. Ja, ich wusste doch, irgendwann kann man ja bestimmt hochklettern. Ha. Also ja, das habe ich jetzt nicht so gedacht, aber ja. Ach ja, hier fehlt mir ja auch noch eine ganze Menge. Alter. Fällt gerade erst wieder auf, wie groß dieses Kackgebiet ist. So, Opfersumpf haben wir. Was fehlt mir denn hier eigentlich noch alles? Irgendwas fehlt mir noch. Ich glaube, ich war schon überall fertig, ne? Ich musste nur noch da oben dieses Gebiet abklappern, oder? Bitte sag ich. Bitte sag ja. So, da haben wir alles. Ja, sieht gut aus. Da, eingeschützte Siedlung. Da ist irgendwie was. Wie komme ich noch mal dahin? Da ist ein Aufzug, den ich nicht benutzen kann. Warum nicht? Wo ist noch mal? Warte mal, das Gebiet kenne ich noch. Da geht's zum Tempel. Ich glaube, ich will erstmal da lang, ne? Gut, da den Weg weiß ich halbwegs noch auswendig. Nie gedacht, dass ich das mal sage in Verbindung mit diesem Spiel, aber ja. Wenn ich schon keine Wahl hast, hier die ganze Zeit durchzurennen. Hi. Gott ist durch. Alter. Oh Gott, bin ich stärker geworden. Da jetzt. Kommt mir eigentlich schwierig. Gerufen. Ich brauche nur so ein bisschen Erfahrungspunkte, um die letzten Fähigkeiten und so zu holen. Oh Gott, die waren vorher nicht hier. Bin ich gut, dass die euch Schaden bekommen. Manchmal sterben die, manchmal nicht. Okay, wurden jetzt die ganzen, bin ich ehrlich gesagt gut, diese Typen sind irgendwie angenehmer als die ganzen Brüder hier, die rumlaufen normalerweise. So, so drei Fähigkeiten noch, wenn ich mal wüsste, wie das noch mal geht, ne? Wieso kann ich da nicht lernen? Ja, muss ich jetzt hier lernen oder was? Ach, ich habe das gar nicht. So, ich wollte schon sagen, ich habe mich letztens gewundert, wie mache ich noch mal Lichtschwertwurf, ne? Dann sparen wir dafür, nehme ich an. Vor allem, ich habe, glaube ich, diese Kombination auch gedrückt. Habe mich gewundert, warum klappt das nicht? Wow. So. Kommt jetzt hier so Musik. Hey, ich wollte schon sagen, geht das jetzt vor meinen Augen zu oder was? So, muss mal kurz überlegen. Warum kann ich diesen Aufzug nicht benutzen? Habe ich da vergessen, da unten den irgendwie zu aktivieren oder was? Wer ist ja jetzt, ey? Ach komm schon, ich komme da locker runter. Boah, habe ich irgendwie einmal vergessen, ja, so eine Dings zu aktivieren. Ich muss ja noch mal diese Rutsche, glaube ich, fahren, ne? Den ganzen Weg noch mal hier rumlaufen, okay. Was machen wir da mal ganz kurz?
Na, gucken wir mal. Nur ja. Was letzte Dingen ist. Was soll hier passiert jetzt irgendwas? Nein, steht ein dickes Ding. Ja, finde ich schon mal gut, dass hier diese drei Typen nicht wieder sind, ey. Na gut, dann gehen wir mal hier runter, wenn ich darf, danke. Und dann, hoppa. Hätte man theoretisch nicht hier schon eher hingehen können, nee, ne? Ich glaube, ich muss erst über diese eine Dingen springen, ne? Keine Ahnung. So, warte mal, dieser Aufzug, der müsste ja hier schon relativ nah sein, oder? Also, nee, eigentlich nicht, aber glaub, das dauert nicht lange bis hier hoch, glaube ich. Warte mal, hier war noch eine Abkürzung, genau. Verpiss dich! Ja, spring dabei noch runter. Okay. Geht doch ein bisschen schneller hier als gedacht. So, und da war irgendwas, wo ich noch nicht hin kann. Konnte. Da. Kein Problem ist, ich kann nur so oder so fahren. Super. Das heißt, ich möchte am besten hier am Ende noch mal hochgehen. Oh, das waren die. Okay. Okay, habe ich jetzt hier alles dann? Wir gucken uns jetzt noch mal hier um. Ich meine, wir haben jetzt ja alles, ne? Ich will das Gebiet hier. Hallo? So, das haben wir, das haben wir. So, das haben wir. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Okay, dann können wir ja eigentlich schon weiter, ne? Das haben wir, das. Jetzt eigentlich nur noch da oben, ne? 55%, ein Geheimnis, zwei Truhen. Ja, kommt hin. Alles klar, gut, dann haben wir ja alles. Heißt, wir müssen jetzt nur noch unser Abenteuer hier auf Datumir fortsetzen, hoffe ich. Ich würde sagen, wir gehen dann noch mal zum Tempel rein, ne? Da kann man speichern. Da hinten steht so ein Druide. Ich habe so ein Ding auch, ne, nicht so ein Ding, aber zwei Kopfgeldjäger noch auf dem Weg erledigt. Weg nach Ilum irgendwie. Da erkundet habe, fehlerhaftes Protokoll. Au. Gott. Au. Oh, das war ja wieder so klar, ne? Toller Jedi, was? Ach mein Gott, ey. Muss er jetzt sein? Mich eigentlich gar nicht, würde eigentlich gar nicht gegen die kämpfen, da bringt doch sowieso nichts. Nur glaube ich immer auf ewig respawnen, ne? Ja. Na gut. Wow, wo lande ich jetzt wieder? Ich bin jetzt irgendwo da unten wieder, ne? Oder bin ich da oben? Ich glaube, ich bin da oben wieder, ne? Vor dieser Tür.
Ja, Gott sei Dank. Zombies sind noch nicht respawned. Hi. So. Okay. Ach, der ist nicht wieder. Wir sind jetzt nicht wieder da. Okay. Ja, dann habt ihr, seid ihr mir eigentlich voll und sonst auf den Nerven gegangen, ey. Kollegen. So, ich würde aber sagen, wir gehen dann erstmal hier hin, weil es so aussieht, als müssten wir da hin. Dann gehen wir mal dieses ein Gebiet, wo ich hier letztens verreckt bin, noch absuchen. Mal hier ist so ein Boss, den habe ich erledigt. Geheimnis, ich nehme an, das macht Essenz, ne? Weil ich letztens erst schon Dinges hatte, Lebensessenz. Kann man da hochklettern? Das sieht jetzt. So, hier hatte ich Probleme, weil ich irgendwie keine Heiltränke mehr oder so hatte, ne? So. Boah, ich komm. Das gibt's jetzt nicht, ey. Die auch einfach nicht weiterschießen, nee, das gibt's nicht. Na. Oh. Du, komm her. Jetzt du. Ja, dann habe ich mir noch in Erinnerung behalten. Oh Gott, ja, hier bin ich frech, genau. Geht weg. Hilfe! Nein, 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 nein! Sofort! Hilf mir bitte! Verpiss dich! Wieso hat das nicht Schaden gemacht, als ich den gegen die letzte Tage auch noch? Nein, 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 nein! Noch ein Stimm! Boah, warum sind die jetzt so schwer? Ah. Du komm her. Ja, oder so. Hey. Gut. Ja, das Ding genau. Ist klar. Hey BD, siehst du mal an. Natürlich hast du was gefunden. Haus, was? Okay. Oh, 55%. Da geht es aber noch weiter. Ich hoffe, ich finde ja auch alles auf Anhieb. Genau. Danke. Noch schlimmer als das kann das ja jetzt nicht sein. Was auch immer jetzt hier kommt. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Oh, hi. Willst du mal rein? Ist irgendwie, weiß ich nicht. Korriban. Was hast du da? 1.0 irgendwie. So, warte mal hier. Keine Ahnung, gesetzloser. Und habe ich jetzt das hier. Nehmen wir das. Ich bin aber kein Gesetzloser, ich bin ein Wächter. Okay. Irgendwo ist ja noch ein Geheimnis. Okay, sah so aus.
Das letzte Geheimnis hier finden wir auch noch. Ich nehme an, das letzte Geheimnis, ne? Ich heile mich mal. Gott. Ich sehe doch schon, aus diesen Dingern kommen gleich Typen raus, oder? Oder auch nicht. So. Okay. Und nun? Also, boah. War eine schöne Aussicht. Dazu sagt sie jetzt ja nichts, ne? Oh ja. Oh, schön. Genau das will ich jetzt haben. Stimmzeit. Bitte sehr. Alle Stim-Slots sind voll? Sehr gut. Jetzt hält mich keiner mehr auf. Ist das wirklich so gut? Weiß man nicht mehr haben will. Hallo? Sanitätsdruide. Und Sammler. Okay, alles hier erkundet. So, ich hoffe, es passiert jetzt nichts, wenn ich irgendwie den Tempel betrete, ne? Ich hoffe, ich kann da noch kurz speichern und weiß nicht. 94%. Aber ich habe hier alles schon erkundet. 94. Wollt sag mir nicht, ich habe hier wieder irgendwas verpasst, ne? Ich habe alles, ne? Ich habe hier alles. Also irgendwo muss noch ein Gebiet gleich kommen. Glaube ich. Ich habe alles, ne? Gut. Dann gehe ich mal da runter. Hoffe, dass jetzt nicht irgendwas passiert. Und ich versuche den Tempel zu betreten. Und dass ich noch kurz speichern kann. Safe. Gut, dann würde ich sagen, hier beenden wir den Part. So, jetzt habe ich wortwörtlich alles. Soll ich das beschreiben? Jetzt fehlen mir nur noch Sachen, die vor mir liegen. Und ich habe alles irgendwie, merke ich gerade. Hallo? Kommt jetzt schon Final Boss oder so, weiß ich nicht, könnte jetzt sein, ne? Ich habe keinen Ort mehr zum Erkunden. Okay, 4 von 6. Okay, da kommt noch was. Gut, alles klar, dann würde ich aber sagen, ich beende Part hier. In der nächsten Folge gucken wir mal, wie es hier weitergeht, ne? Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Möge die Macht mit euch sein. So.